Und damit auch hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ne? Ich bin der Christopher im Korgen und ich bin schon wieder schrecklich erbost, muss ich leider sagen. Ich versuche jetzt irgendwie schon seit, ich muss das anders sagen, ne? Wir haben heute den 17.10. und kurz nach 3, also kurz nach 15 Uhr und ich versuche schon seit 3 Stunden oder so irgendwie Diablo 2 zu spielen. Ja, und irgendwie sehe ich aber immer so dieselben Fenster und Meldungen hier. Verbindung zum Battle.net wird aufgebaut. Er schafft wahrscheinlich auch irgendwann einfach mal irgendwie eine Verbindung. Der sagt ja nicht Fehler oder so. Haha, nee, das wäre ja negativ. Ne? Der tut einfach so, als wenn er sich verbindet und verbindet sich dann aber meistens irgendwie gar nicht. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Ne? Ihr merkt jetzt schon, ne, ja, irgendwas ist da irgendwie komisch. So von wegen die Dauer der Meldung und so weiter. Ja, und dann steht da frecherweise tatsächlich, ich sollte manchmal, also manchmal steht da alle, ich sollte meine Internetverbindung hier überprüfen. Hammer. Ja, Verbindung zum Battle.net wird aufgebaut. Ich kann leider nichts dagegen tun. Ne? Wie gesagt, ich wollte jetzt eigentlich, ja, und dann passiert sowas hier. Ne? So, zack, der, erst war ich mich am Wundern. Oh, Moment, ne, einfach... Ich schalte mich mal ganz kurz hier mit dazu. Ich habe mir nämlich extra mal die Mühe gemacht und habe mir hier eine neue Kamera oder eine andere Kamera, also Kamera anders hier mit Greenscreen im Hintergrund und lauter so ein Scheiß, damit wir hier einfach mal geschmeidig Diablo spielen können und ich nicht immer in die andere Richtung gucke, weil wenn ich in die andere Richtung rede, rede ich am Mikrofon vorbei und das hört sich dann auch soundtechnisch immer ein bisschen scheiße an. Naja, auf jeden Fall hatte ich mich dann hier schon so ein bisschen erschrocken und dachte mir, aha, oh. Ne? Ja, dann sage ich aber hier, Moment, okay, wir stehen auf Offline, ne? Klicken wir doch mal auf Online. Und auch da versucht er dann die ganze Zeit eine Verbindung herzustellen, erstmal mit dem Battle.net. Ne, wird aufgebaut. Vielleicht klappt es ja jetzt auch. Ne, vielleicht klappt es. Ne, das soll, weil es ja ein typischer Vorführeffekt, ihr kennt das ja. Verbindung zum Battle.net wird aufgebaut. Also, wir haben heute schon den ganzen Tag, wie gesagt, ne, Sonntag heute. Okay, alle Leute wollen irgendwie so ein bisschen spielen und, ich auch. Ich wollte das eigentlich hier schön jetzt im Stream machen, aber wie gesagt, nachdem ich hier irgendwie keine Verbindung zu meinen Charakteren bekomme, soll ja nicht der Eindruck entstehen, als wenn ich nicht wollte oder als wenn ich das hier Ewigkeiten irgendwie in die Länge ziehe. Ne? Ja, und dann kommt hier, bei der Kommunikation mit dem Server ist ein Problem aufgetreten, bitte Internetverbindung überprüfen und erneut versuchen. Naja, also meine Internetverbindung, die ist goldig, die ist 1A, die ist die NASA wäre neidisch auf meine Internetleitung. Was die Leute von Blizzard hier in ihrem Rechenzentrum wahrscheinlich nicht von sich behaupten können. Hey, da sollen sie mal einen Euro drauflegen oder was? Nicht bei der Telekom hier die Server mieten oder so? Ne, DSL 1000? Ja, ist halt dementsprechend nervig. Und wie gesagt, ich wollte das dann zumindest mal kurz aufgenommen haben hier und euch zeigen. Ne? Ich versuche es. Ich versuche hier live zu gehen. Ich versuche in den Stream zu kommen. Stream wäre nicht das Problem, ich komme nicht ins Spiel. Danke, Blizzard. Wie teuer war das Spiel doch gleich? Dafür würde ich erwarten, dass ein Blizzard-Techniker vor meinem Haus steht, nur für den Fall, dass eventuell ein Fehler auftreten könnte. Ja, das ist einfach frustrierend. Ja, und ihr habt gesehen, also das ist jetzt, ich habe extra das Spiel auch von Anfang an gestartet, habe alles durchlaufen lassen. Weil, wie gesagt, natürlich habe ich meine Internetleitung hier geprüft und geguckt, ob irgendwie alles funktioniert. Ja, ich kann trotzdem noch in 4K streamen, in 4K empfangen. Ja, außer eben halt Dinge, die vom Blizzard kommen, da geht das eben halt nicht. Die Verbindung ja nicht aufgebaut wird. Ach, scheiße. Nee, aber ich will euer Mitleid nicht. Nee, ich will, dass das Spiel funktioniert. Ja. Nee, also auch hier, wisst ihr, weil ich mache das einfach mal. Nee, zack, so. Nee, ganz altbewährt. Anwendung auch mal schließen. Nochmal draufdrücken. Nee, einfach nochmal starten. Hammer ist sowas. Hammer. Und dabei hatte ich beim letzten Mal tatsächlich richtig schön mein... Mein Barbaren einmal ein bisschen umgeskillt und war auch der festen Überzeugung, da hat sich ein bisschen was getan am Spielverhalten. Auf jeden Fall hatte ich den Eindruck, als wenn wir massig mehr Ausdauer bekommen, also nicht mehr so heftig auf die Fresse.
Ja, und durch zwei, drei Levelaufstiege ist dann auch unser Gefährte, ne, der mit dem Peaks-Peaks-Ding auch ganz gut mit dabei. Die Aura des Lebenswiederherstellens oder wie der Ding heißt, auch sehr gut. Kann auch nur mehr und besser werden. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ich meine, das ist nicht so, als wenn ich nicht noch andere Spiele zum Spielen hätte, ne? Aber ich wollte eigentlich vermeiden, dass so lange Pausen zwischen den Parts hier immer so stattfinden. Ja. Es tut mir leid. Ich könnte es heute Abend nochmal versuchen. Wie gesagt, ne, es ist Sonntag, ich habe morgen ja nicht frei, aber ich habe morgen ein bisschen Zeit. Ich könnte also wirklich nachher nochmal versuchen, ja, weil zack. Ne, vielleicht kriegen wir es noch hin. Ne, ansonsten, ne, Blizzard, nehmt meinen Frust zur Kenntnis. Ne, ihr habt mir meinen Sonntag versaut, mein spärliches Wochenende. Auf der anderen Seite ja schon froh sein muss, dass man für Diablo 2 nicht auch noch Abo-Gebühren zahlen muss. Ne, das ist dann der nächste Schritt vom Blizzard. Naja, nicht spielabhängig, sondern wir machen den Launcher einfach hier, ne, zum Abo-Modell. Ne, dass auch die Leute, die die alten Spiele spielen wollen, ne, ja, Abo für den Launcher zahlen müssen. Da wäre doch mal was, ne, oder? Hey, hier Geschäftsführer, hier Blizzard. Ja, was soll ich sagen? Ne, an der Stelle... blende ich mich dann auch wieder weg, weil was soll's. Ich werde das Video trotzdem hochladen, weil, wie gesagt, ist einfach gerechtfertigt. Auch das soll man sehen später. Soll man sich ewig und drei Tage daran erinnern, wie hier die Server funktionieren. Ja, es tut mir leid. Ja, aber in diesem Sinne, ich bin der Chris von IEM Korgen und ich sag mal, vielleicht bis später.